Das Landessozialgericht in Essen vor 3 Tagen. Ein Tag der Hoffnung für Familie Panciu. Die aus Rumänien stammenden Roma haben heute einen Termin. Es geht um einen abgelehnten Antrag auf Hartz IV. Seit 2 Jahren lebt die Familie jetzt schon in Deutschland. Ich bin nach Deutschland gekommen, um mir ein besseres Leben aufzubauen. Einfach, um besser leben zu können. Heute bin ich gekommen, weil ich vom Jobcenter hierher bestellt wurde. Deswegen bin ich hier. Gegner beim Erörterungsgespräch ist die Stadt Duisburg. Die möchte den Rumänen am liebsten keine Unterstützung zahlen. Doch seit kurzem stehen die Chancen für die Familie besser denn je. Den Grund dafür lieferte das Bundessozialgericht in Kassel. Vor ein paar Tagen wurde dort entschieden, dass in Zukunft wohl alle EU-Bürger hierzulande Anspruch auf staatliche Unterstützung haben. Im Klartext heißt das, nach 6 Monaten Aufenthalt in Deutschland soll zum Beispiel ein Rumäne ein gesichertes Grundeinkommen erhalten. Und zwar nicht Hartz IV, sondern die sogenannte Sozialhilfe. Das Problem? Hartz IV-Zahlungen wären zumindest an Bedingungen geknüpft, etwa den Besuch von Deutschkursen oder die aktive Suche nach Arbeit. Sozialhilfe dagegen gibt es einfach so. Auch Familie Panciu aus Duisburg darf jetzt auf Leistungen hoffen, wie der zuständige Richter durchblicken lässt. So eine Freigestaltung lag auch dem jüngsten Urteil des Bundessozialgerichts zugrunde, sodass aufgrund dieser Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass ein Sozialhilfeanspruch also besteht, also die Stadt Duisburg verpflichtet. Wie viel müsste die Stadt da bezahlen in diesem Fall? Pro Monat etwa 1100 Euro für die ganze Familie. Unbefristet? Auf Dauer, bis vielleicht einer der Beteiligten eine Arbeitsstelle gefunden hat oder sich irgendetwas anderes wesentlich ändert. Wir besuchen die 5-köpfige Familie zu Hause. Für ihre Wohnung bezahlen sie 350 Euro Miete. Ein fester Arbeitsplatz ist für die Panchus bislang nicht in Sicht. Lesen und Schreiben hat Vater Ion in Rumänien nie richtig gelernt. Die Unterstützung in Rumänien reicht nicht aus. Das Kindergeld in Rumänien beträgt nur 10 Euro im Monat. Ich bin hierher gekommen, weil das Kindergeld hierzulande höher ist. Es ermöglicht uns ein besseres Leben. Und außerdem hoffe ich auf Sozialhilfe, bis ich Arbeit finde. Eine Hoffnung, die vor Ort teuer werden könnte. Denn zuständig für die Sozialhilfe ist nicht der Bund, wie bei Hartz IV, sondern die jeweilige Kommune. Besonders hart wird es die ohnehin klammen Regionen im Ruhrpott treffen. Allein in Gelsenkirchen leben zurzeit rund 6000 gemeldete Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien. Ein Großteil erhält heute schon staatliche Hilfe. Jetzt droht der finanzielle Kollaps. Sie sehen hier an diesem Bild, dass an ganz vielen Straßen unserer Stadt schon nicht unerheblich viele Menschen aus Bulgarien und Rumänien leben. Und wenn ich mir nur vorstelle, dass der ein oder andere noch mal seinen Familiennachzug organisiert, dann habe ich eine Vision davon, was ein solches Grundsatzurteil an Sogwirkung entfalten könnte. Ich kann nur hoffen und gemeinsam mit vielen Kollegen dafür Sorge tragen, dass wir den politischen Diskurs anstoßen, da ganz schnell Regulative einzubauen. Etwa 130.000 Zuwanderer könnten vom neuen Urteil aus Kassel profitieren. Mögliche Kosten inklusive Wohngeld bis zu 1 Milliarde Euro.